erster Hellner. Oh, oh, oh. Türkischer Fußball und die Super League. Die Spannung wächst. Ja, 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 ja. Analysieren, diskutieren. Jede Taktik in der Arena des Mikrofons. Wie findet ihr diesen Spieler? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare und hinterlasst uns ein Like sowie ein Abo. Euer Cast Arena Team. Enes Ünal führt Bournemouth zum Sieg gegen Brighton in der Premier League. In einem beeindruckenden Premier League-Spiel gelang Bournemouth ein wichtiger Sieg gegen Brighton. Unter der Führung von Enes Ünal und einer weniger überzeugenden Leistung von Brighton wurden Fragen über den weiteren Saisonverlauf der Mannschaft laut. Bournemouth legte den Grundstein für den Erfolg schon früh im Spiel. Marcos Senesi brachte sein Team in der 13. Minute per Kopf in Führung. Nach einer Ecke nutzte Senesi seine Chance aus 3 Metern und zeigte, dass er sich in entscheidenden Momenten durchsetzen kann. Diese frühe Führung gab den Ton für den Rest des Spiels an, in dem Bournemouth stets die Oberhand behielt. Der türkische Stürmer Enes Ünal, der sein erstes Spiel in der Premier League für Bournemouth bestritt, zeigte eine beeindruckende Leistung. In der ersten Halbzeit vergab er noch eine gute Chance, doch dann zeigte er sein Können, als er einen Pass von Dango Ouattara ins lange Eck lenkte und damit sein zweites Tor seit seinem Wechsel von Getafe im Januar erzielte. Justin Kluivert trug später mit einer bemerkenswerten Aktion zum Sieg bei. Er deliberierte sich gekonnt durch die Abwehr von Brighton und traf mit einem satten Linksschuss. Es war Kluiverts drittes Tor im dritten Heimspiel und unterstrich seine wichtige Rolle im Team. Im Gegensatz dazu hatte Brighton während des gesamten Spiels Probleme, sich durchzusetzen und nennenswerte Torchancen herauszuspielen. Die beste Chance zu Brighton war ein Schuss von Simon Adingra, der von Mark Travers brillant über die Latte gelenkt wurde. Trotz des Sieges gab es für Bournemouth einen besorgniserregenden Moment, als Flügelspieler Antoine Semenyo mit Verdacht auf eine Knieverletzung für eine Tage vom Platz gebracht werden musste. Durch den Sieg gegen Brighton kletterte Bournemouth nicht nur in der Tabelle der Premier League nach oben, sondern erzielte auch sein bisher bestes Ergebnis in der Liga. Das Spiel zeigte einmal mehr, dass Neuzugänge wie Enes Ünal entscheidende Impulse setzen können und die Mannschaft unter Trainer Andoni Iraola immer besser zusammenwächst. Bei Brighton hingegen bleiben nach der schwachen Leistung viele Fragen offen, vor allem was die Konstanz und die taktische Ausrichtung betrifft. Mit diesem Sieg geht Bournemouth gestärkt in die nächsten Spiele, während Brighton nach Wegen suchen muss, um wieder in die Erfolgsspur zu finden. Die Premier League bleibt eine unberechenbare Liga, in der jedes Spiel für die Mannschaften eine entscheidende Wende in der Saison bedeuten kann. Wie findet ihr diesen Spieler? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare und hinterlasst uns ein Like sowie ein Abo. Abonniere jetzt! Sei der Erste, der nichts mehr verpasst. Klicke auf den Abonnieren-Button und stelle die Benachrichtigungen an, damit du nie wieder eine Folge verpasst. Cast Arena, dein Podcast. Dein Spiel. Deine Arena.